selbst Eltern können sich straff machen, wenn sie sich in den Weg stellen, wenn ein Kind sagt, ich bin trans und die Eltern sagen, nein, bist du nicht, hör auf zu spinnen. Wurde genauso in den 70ern diskutiert, wie es heute diskutiert wird, als quasi ein Beleg dafür, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, was damals wie heute wenig Sinn macht. In diesem Teil, der ist ein bisschen anders bei Transsexuellen, da ist jetzt die Gender-Identität angeboren im Gehirn, dafür gibt es keine Evidenz. Diese Gender-Ideologie und dieses Gender-Glauben ist sehr anpassungsfähig an schon existierende Glaubenssysteme. Sondern trans ist ja inzwischen ein Umbrella-Term für gender-nicht-konforme Menschen. Dann gab es eine Dokumentation, wo plötzlich berichtet wurde, was für schwere Nebenwirkungen Kinder, die dort Pubertätsblocker bekommen haben, leiden. Es gibt zum Beispiel in Deutschland ein Trans-Kinder-Netzwerk, nennt sich das. Das ist eine Elterninitiative. Nein, es steht unter Strafe, die Aussage eines Kindes, ich bin trans, ich will Hormone, zu hinterfragen. Wer das tut, macht sich strafbar. Liebe Freunde des Obertonmagazins, heute wieder aus Berlin, aus dem Sprechsaal. Hintergrundmagazin ist der Besitzer vom Sprechsaal, da gibt es Veranstaltungen immer. Man sieht schon, es ist bestuhlt für eine Veranstaltung später. Ich habe aber einen Gast hier, und zwar Marie-Louise Vollbrecht. Sie sind Biologin und sie gingen vor 2 Jahren durch die Presse, weil sie einen Vortrag halten wollten, der den Titel hatte, den Sie mir sagen. Geschlecht ist nicht G in Klammern schlecht, also Geschlecht, ja, nicht gleich Geschlecht, ja. Und auch nicht schlecht, warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Genau, das sagen Sie. Also Sie sagen, es gibt zwei Geschlechter und stoßen damit natürlich dem Zeitgeist übel auf. Wie können Sie denn das biologisch erklären, dass es zwei Geschlechter gibt? Ich meine, man kann ja immer alles behaupten, aber Sie sind ja immer Biologin, nicht recht fachlich. Genau, also auch da muss ich sagen, es ist halt nicht meine Meinung, wie es immer dargestellt wird, dass ich diese These vertrete, die irgendwie aus mir kommen, sondern das ist der Konsens in der Biologie, das ist die Definition, die man in jedem Biologiebuch findet, was an jeder Biologie gelehrt wird, ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt, weil Geschlecht nun mal mit der sexuellen Reproduktion assoziiert ist. Also die sexuelle Reproduktion ist die Vermehrung mittels Geschlecht. Und vor mehreren Millionen Jahren ist das irgendwann in der Evolution entstanden. Ja, dass wir nicht mehr die Verschmelzung von zwei gleich großen Zellen haben, damit ein neues Individuum entsteht, ja, die sogenannte Isogamie, sondern irgendwann gab es die evolutionäre Tendenz, dass eine der Geschlechtszellen kleiner wurde als die andere. Ja, und damit enden wir dann, dass wir zwei verschiedene Teile haben, die zusammenkommen müssen, um ein neues Individuum zu kreieren. Das kennt jeder aus dem Biologieunterricht. Da Meiose, hat ihr schon mal gehört. Halber Chromosomensatz wird dann wieder kombiniert, damit ein Embryo entsteht. Und demzufolge gibt es halt zwei Rollen bei der Reproduktion, die männliche und die weibliche. Die weibliche ist die, die die Eizelle groß stationär herstellt. Und die Männchen sind die, die die kleinen, motilen Gameten produzieren, die wir auch Spermien nennen. Gameten? Gameten, Geschlechterzellen. Ah ja. Geschlechterzellen sind ja im Gegensatz zu den Körperzellen, die wir haben, da halbieren wir ja quasi die genetische Information. Verstehe. Ist das jetzt bezogen auf den Mensch oder ist das bezogen gattungsunabhängig? Das ist unabhängig. Und das ist ja auch das, wenn wir jetzt überlegen, wie charakterisieren wir weiblich und männlich. Also ich sage dann immer, was haben eine Frau, eine weibliche Handpflanze, ein weibliches Nilpferd, eine Biene, was haben die gemeinsam? Ja, versucht man da Gemeinsamkeiten zu finden, wird die einzige Gemeinsamkeit und Definitionsmerkmal eben sein, produziert eine große Eizelle. Jetzt gibt es ja aber im Lande Stimmen, nicht nur in diesem Lande, sondern auch in anderen westlichen Ländern vor allem, Stimmen, die behaupten, es gebe mehr als zwei Geschlechter. Erklären die ihre Vorstellung auch biologisch? Ja und nein. Also es gibt ja jetzt nicht nur einen Weg, wie versucht wird, das herzuleiten. Es gibt so Menschen wie den Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann, der als Erwiderung auf einen Artikel, den ich verfasst habe, schrieb, wer Zweigeschlechtlichkeit sagt, also dass das existiert, der wäre ja ein Kreationist.
Also es gibt diese sehr krasse... Ein Kreationist. Ja, also das finde ich auch sehr das spannend. Sind doch, das ist doch diese Vorstellung... Evolutionsleugner. Vor allem genau in Amerika, die versuchen auch Schulpläne umzuschreiben, weil sie sagen, Evolution gibt es nicht. Wobei ich jetzt sagen würde, die anderen sind die Kreationisten, weil sie diese Logik. Prinzip... Ja, also das Geschlecht, das ist eine biologische Konstante in der Evolutionsbiologie. Wer das leugnet, ist für mich eigentlich ein Evolutionsleugner. Aber wir haben halt diese verschiedenen Traditionen, ja, die alle das Konstrukt Geschlecht angreifen. Und je nachdem gibt es auch unterschiedliche Erklärungen. Also wir haben den, was ich den queerfeministischen Ansatz nenne, ja, der hat sich so vor allem in den 90er Jahren rausgebildet. Das ist sehr spannend. Da hat die Uni Hamburg hat, glaube ich, 2001 eine Professorin gesucht für die Queer Studies. Das war einer der ersten Queer-Studiengänge. Und die Voraussetzung war auch schon, dass man irgendwie an die Zweigeschlechtlichkeit widerlegen möchte und sich mit Transsexualität auskennt. Und das liegt einfach daran, dass nach Judith Butler, also Judith Butler unterteilt es tatsächlich noch in das, was sie das soziale Geschlecht nennt, und also Gender und Sex, aber sagt, beides ist konstruiert. Das ist so diese eine Denkrichtung, die wir auch haben, die prominent ist, vor allem im Transaktivismus und in dem neuen Queerfeminismus. Es gibt so Aktivisten, Felicia Ewert ist einer davon, Transfrau zwischen Non-Binär, der wirklich auf Vorträgen sagt, es gibt eigentlich Geschlecht gar nicht. Also das, was wir Geschlecht nennen, was ich jetzt gerade erklärt habe, das gibt es nicht. Das ist auch einfach nur eine Konstruktion. Das ist eine sehr extreme Form, wo einfach das biologische Geschlecht grundweg geleugnet wird. Also alles ist irgendwie... Das ist ja eine völlige Dekonstruktion der Biologie. Genau, das ist jetzt aber nicht so dominierend. Also da gehen die meisten, glaube ich, nicht mit und sagen so krass, so es gibt nichts. Ja. Was dann... auch gemacht wird, ist, also man hat ja erstmal diesen Begriff Geschlecht. Das ist der einzige Ausdruck, den es eigentlich dafür gab, zu beschreiben, was ist männlich und was ist weiblich. Ja. Und ich meine, Menschen züchten Tiere seit Tausenden von Jahren. Ja, wir wissen alle, was ein Männchen und was ein Weibchen ist. Die wenigsten von uns haben ein Problem damit, das Geschlecht eines Menschen zu erkennen. Ja, und wir wissen auch aus unserer eigenen Erfahrung, es gibt da halt zwei Kategorien. Und man hat dann aber versucht zu sagen, okay, für die Rolle der Geschlechter, der beiden Geschlechter, da kreieren wir jetzt nochmal einen zweiten Begriff. Das war 1955, John Money hat dann von plötzlich ja aus der Linguistik das Wort Gender sich entliehen und gesagt, okay, wir haben eine Gender Role. Später wurde es zu Gender Identity, aber wir haben jetzt einfach etwas, was wir dem biologischen, körperlichen, rational verhafteten, das soziale Geschlecht gegenüberstehen, ja, soziale Geschlecht, Gender. Und ganz viele Missverständnisse entstehen da, wo Menschen die Prinzipien, also sozialwissenschaftliche Prinzipien, die man mit Gender assoziiert, irgendwie vermischen mit biologischen Prinzipien, oder das als einen Begriff behandeln oder eigentlich, wenn sie über Geschlecht reden, über was ganz anderes reden, sowas wie Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck. Und es ist dann nicht direkt ein Angriff auf die Biologie, aber es ist halt trotzdem eine komplette Umdeutung und also falsches Verständnis von der Biologie, weil man zum Beispiel sagt, ja, es gibt unendliche Genderrollen. Würden Sie sagen, das ist eine Soziologisierung der Biologie? Ja, es ist eine Soziologisierung der Biologie, die in Wellen auftritt. Also in Wellen? In Wellen, interessanterweise. Also wir hatten das schon gesagt, wir hatten das in den 50ern schon mal mit den Sexualwissenschaften. Mhm. Dann ist es relativ wieder zurückgegangen und wir haben die Sexualwissenschaften, also dieses sozialwissenschaftliche Herangehen an Sexualität und Körper, hat dann doch abgenommen. Und durch die Genderwissenschaften ist es irgendwie wieder, also diese moderne Genderwissenschaften-Diskurs greift ganz viele Dinge auf, die schon mal in den 60ern, 70ern eigentlich Thema waren. Und auch gerade um diesen Begriff der Transsexualität zum Beispiel, das wurde genauso in den 70ern diskutiert, wie es heute diskutiert wird, als quasi ein Beleg dafür, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, was damals wie heute wenig Sinn macht, weil wenn wir von Transgender reden, reden wir nicht von einem biologischen Zustand,
ja, zum Geschlecht, sondern wir reden über das andere, ja, über Gender, über Geschlechterrollen. Und das ist auch eine sehr fluide Kategorie, wo man sehr viele neue Definitionen aufmachen kann, kategorisieren, aufmachen kann. Was auch immer in der Kategorie Gender passiert, interessiert aber die Kategorie Sex nicht, ja, und die Kategorie Geschlecht. Weil da ist es konstant, das bleibt gleich und das hat sich in den letzten Millionen von Jahren nicht geändert. Das war schon da, bevor es den Mensch gab, es war schon da, bevor es Säugetiere gab. Ja, das heißt also, diese zwei Entitäten, Soziologie, Biologie, die da zusammengeführt werden, da entsteht da etwas draus, wo man sagen könnte, das ist Ideologie dann auch? Würden Sie so weit gehen? Ja, es ist Ideologie. Oft irgendwie unabsichtig. Und es kommt halt daher, dass einfach eine Verwirrung stattfindet. Also, und diese Verwirrung, die ist jetzt nicht nur auf einer kommunalen Ebene. Also nach meinem Vortrag gab es eine kleine Umfrage der Bild-Zeitung. Und ich glaube, nach der wussten 50% nicht, ob es jetzt nur zwei Geschlechter gibt oder mehr. Also man merkt man, okay, die Menschen sind verwirrt. Ja. Und auch da wird den Bogen zurück. Also das wurde schon zum ersten Mal in den 60ern wurde gesagt, naja, aber der einfache Mann auf der Straße glaubt noch, dass es zwei Geschlechter gibt. Aber wir Akademiker, wir sind ja eigentlich schon weiter. Da würde ich gerne fragen und einhaken. Ja. Die sind weiter. Sprich, wie viele Geschlechter gibt es denn dann eigentlich? Und auch, ja, auch da gibt es dann keine verschiedene Denkrichtungen der Gender-Ideologie, haben verschiedene Antworten darauf. Eine beliebte Antwort ist unendlich, weil Gender ein Spektrum ist, wo wir alle irgendwo uns zwischen männlich und weiblich positionieren in all unseren einzelnen Eigenschaften. Das ergibt unendlich verschiedene Kombinationen. Sprich, es gibt keine Kategorisierung mehr. Genau. Gar keine mehr. Genau, also. Also ich bin mein eigenes Geschlecht. Genau, also das ist halt, da denke ich immer, okay, sie verwechseln halt Persönlichkeit mit Geschlecht. Und das kommt halt daher, wenn man die Unterschiede zwischen den Geschlechtern so aufklassifiziert, wenn man sagt, okay, das ist die Standardgröße Mann, das ist die Standardgröße Frau. Ich bin jetzt irgendwie auf der Skala hier, aber bei, weiß ich nicht, meiner Vorliebe für Oldtimer bin ich jetzt eher hier. Und wenn ich das dann sage, okay, es ist dieses multidimensionale Koordinatensystem, wo für jede meiner Eigenschaften, Interessen, ich mich irgendwo verorte zwischen Mann und Frau und dadurch dann mein eigenes Geschlecht kreiere, dann haben wir natürlich 1 Million Geschlechter. Mhm. Wir haben dann vielleicht 1 Million Ausdrücke, unserer Geschlechtlichkeit meinetwegen, aber es bleibt dabei, dass wir halt trotzdem entweder männlich oder weiblich sind. Aber es gibt doch auch andere Schulen, die schon irgendwo noch eingrenzen. Es gibt, es gibt die Schule, dass es, es gibt zu überlegen, dass es 5 Geschlechter gibt. Okay, das wäre noch übersichtlich. Also das bezieht sich aber hauptsächlich auf intersexuelle Menschen, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die halt mit bestimmten Störungen der Sexualentwicklung geboren werden. Und wenn wir die mit einbeziehen, macht es Sinn, zwischen Mann und Frau noch 3 weitere hinzuzufügen. Die manifestieren sich aber an körperlichen... Haben die Namen, wenn sie es hinbekommen? Kriegt jetzt aber nicht zusammen. Okay, also das ist auch wirklich jetzt... Das ist so ein... Das ist halt auch so eine Idee, die man in den 80ern veröffentlicht hat. Das ist jetzt nicht sehr populär, aber solche Modellüberlegungen gab es. Ich meine, wir haben jetzt tatsächlich in Deutschland ein Dreiersystem. Also wir sagen, okay, es gibt männlich, weiblich und divers. Also wir haben dieses dritte Geschlecht, was eigentlich nur ein Geschlechtseintrag ist, erfunden, wo wir jetzt sagen, okay, wir packen alle Menschen rein, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, geboren. Aber was ja bedeutet, dass diese dritte Kategorie, so habe ich immer verstanden, vielleicht falsch, verstehe ich es auch falsch, divers bedeutet im Grunde, da kann man alles hineingeben, was sich irgendwie anders geschlecht. Also sprich, wir haben Mann, Frau, das ist eine jeweilige Kategorie, und dann gibt es divers, und das sind die verschiedenen Geschlechter drin, von denen immer die Rede ist. Also sprich, das sind dann nochmal 70 verschiedene Geschlechter drin. So verstehe ich das. Ja, so wird es heute von vielen verstanden, aber der Eintrag divers, also hat da jemand geklagt, der wirklich intersexuell geboren war. Und der hat gesagt, ich bin so ein Grenzfall und ich möchte einen eigenen Geschlechtsantrag. Und das divers war eine Personenstandsänderung 45b geknüpft an einen Attest, was wirklich sagt, okay, ich habe eine, ich habe wirklich eine angeborene, feststellbare
ja, ich will es jetzt nicht Krankheit nennen, man kann es Krankheit nennen, Entwicklungsstörung, Sexualdifferenzierungsstörung. Und von diesen Sexualdifferenzierungsstörungen gibt es wirklich über 40 Stück. Und die können sich ganz unterschiedlich ausbreiten. Es gibt, keine Ahnung, Roschinski-Küster-Hauser-Syndrom. Das bedeutet, eine Frau wird ohne Uterus zum Beispiel geboren oder ohne Teile der Vagina oder die ganze Vagina können fehlen. Und dieser Mensch ist trotzdem eine Frau. Also dieser Mensch ist trotzdem weiblich. Wir können jetzt in die Kategorie divers packen. Aber ich glaube, viele Menschen würden das auch irgendwie als dehumanisierend empfinden, wenn wir jetzt sagen, naja, du bist jetzt halt ohne Gebärmutter geboren, deswegen bist du keine Frau mehr. Natürlich ist es ein weiblicher Mensch. Aber es gibt auch Fälle, wo... Es gibt ja Frauen, die die Gebärmutter entnommen bekommen aus gesundheitlichen Gründen. Genau. Die werden ja deswegen nicht zur Nichtfrau erklärt. Natürlich nicht. Ja? Und deswegen würden wir auch ein Mädchen, was quasi ohne Gebärmutter geboren ist, würde man erst nicht sagen, oh, ist ein diverses Kind. Ja, also ja, könnte ja. man... Also ja, der bürokratischer Weg steht offen, das zu tun, wenn man Eltern ist und sagt, ah ja, jetzt ist es kein richtiges Mädchen. Es ist schön, dass Sie auf Kinder zu sprechen kommen, da wollte ich nämlich eigentlich auch hin. Genau. Es wird viel über Transsexuelle gesprochen und die Betroffenen selbst, habe ich so den Eindruck, kommen relativ selten zu Wort. Es kommen dann schon so Gruppierungen zu Wort, die für Transsexuelle sprechen. Mhm. Sie befassen sich aber auch mit Minderjährigen, die ja relativ unkompliziert heute, wie soll ich sagen, in Transformation gehen können. Was hat sich da verändert in den letzten Jahren? Also warum beschäftige ich mich mit diesen Kindern? Ja, mhm. Und das ist, vielleicht muss ich ein bisschen ausführen, zu erklären. Ja, bitte. Weil wir waren jetzt bei der Biologie, dann waren wir bei Intersexuellen und warum bin ich so interessiert an den Kindern? Ja. Und dann machen wir jetzt den Bogen zur Transsexualität, was kein eigenes Geschlecht ist, auch Transsexuelle sind ganz klar, ja, eindeutig männlich oder weiblich. Da ist nicht mal irgendeine intersexuelle Störung, sondern die sind körperlich eindeutig ein Geschlecht. Okay? Und das Problem ist, dass Trans-Ideologen, jetzt nicht alle Transsexuellen, aber es gibt eine ideologische Ausrichtung, die aber erklären, als Transsexueller habe ich eine Sexualdifferenzierungsstörung, so wie manche Jungs ohne Penis auf die Welt kommen. Nur bei mir ist durch ein hormonelles Ungleichgewicht im Mutterleib mein Gehirn verrutscht. Also mein Körper hat sich männlich ausgeprägt, aber mein Gehirn wurde weiblich geprägt. Also ich habe quasi einen neurologischen Intersexualismus. Ja, das ist ein Erklärungsansatz, auch hier in wird weniger verwendet, aber von den großen Transorganisationen ist das das, was dann immer wieder gesagt wird, man sei im falschen Körper, meinen Sie genau, das damit? Genau, genau. Das nehmen manche, vor allem ältere Transideologen, sehr, sehr literarisch und sagen halt, ja, ich bin geboren mit einem falschen Körper. Und zwar nicht als Sprachbild, sondern wirklich, ich habe einen Gehirndefekt. Quasi. Und so wurde sehr, sehr lange Aktivismus betrieben, weil auch Ärzte und Gutachter das ihnen quasi bestätigt haben, dass sie gesagt haben, ja, also Transsexualität hat vermutlich die Wurzel in einem neurologischen Ding im Gehirn. Ja, heute wissen wir, es gibt keinerlei Evidenz dazu, aber so wurde lange versucht, das zu erklären. Also, dass ein Mann, der sagt, ich bin eine Frau und dieses Gefühl hat zu leiden, also ein erwachsener Transsexueller sagt, ich leide, ich will lieber als Frau leben, dass man gesagt hat, das ist ein inhärenter, angeborener Zustand, weil der Arme, der hat einfach das falsche Gehirn abbekommen. So. Wenn ich jetzt aber darstelle, und das war halt in den 90er Jahren so, 1996 hat man die erste Untersuchung gemacht an den Gehirn von Transsexuellen. Wenn ich jetzt also postuliere und einen Aktivismus anstrebe, der eigentlich quasi darauf abzielt, zu sagen, ich habe eine Behinderung, ich habe einen körperlichen Defekt, ja, dann brauchst du Kinder. Weil dann ist es ja ein Zustand. Mhm. Warum sollte dieser Zustand, diese Geschlechterdysphorie, die von diesem Ungleichgewicht herkommt, wieso sollte das bei einem 50-jährigen Mann auftreten? Weil es sind häufig zum Beispiel 50-jährige Männer, die ihr Leben lang als Mann gelebt haben und dann plötzlich entscheiden, nee, jetzt möchte ich als Frau leben. Mhm. Und
vorher aber gar keine Anzeichen gezeigt haben. Und deswegen ist die einzige Evidenz, die diese Menschen haben, Transaktivisten haben, zu sagen, ich bin betroffen von etwas, auf das ich keinen Einfluss habe, diese Kinder. Das heißt, man nimmt halt Kinder, die 3, 4, 5 Jahre alt sind und die an etwas erkranken, dass man heute im ICDC Gender-Inkonkurrenz leidet. Früher hat man Gender-Identity-Disorder gesagt. Aber es gibt eine Gruppe von Kindern vor der Pubertät, die einfach sehr unzufrieden sind mit ihrem Geschlecht und die darunter leiden oder die sich sehr geschlechteruntypisch benehmen. Und man hat quasi gesagt, diese Kinder sind die Transsexuellen von morgen. Und die sind der Beweis dafür, also endlich Evidenz, dass diese These mit dem vertauschten Gehirn korrekt ist. Und deswegen werden diese Kinder ständig als einer der wenigen Beweise vorgeführt, dass diese Theorie, also eines biologistisch determinierten Gendergefühls im Gehirn, wahr ist. Und deswegen habe ich angefangen, mich mit diesen Kindern zu beschäftigen. Ich muss aber einhaken, Frau Vollbrecht, ich bin kein Experte, aber ist das nicht so, dass das als verbriefte Wissenschaft gilt, dass es solche Menschen gibt, mit im falschen Körper stecken? Nein. 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 So lapidar? Können Sie noch was dazu sagen? Also warum wird das postuliert, dass es im Grunde eine wissenschaftliche These ist? Das frage ich mich auch. Und es gibt, das ist das Problem von diesen, wir nennen sie Zombie-Facts, ja? Also irgendwelche Fakten, die ins populärwissenschaftliche Gedächtnis schaffen und die dann immer wieder zirkulieren. Mhm. Und gerade diese... Und deswegen ist ja diese Frage, was ist ein Mann, was ist eine Frau, ist einfach etwas, was die Menschheit und auch Akademiker schon sehr lange beschäftigt. Und deswegen sind Transsexuelle so ein beliebtes Studienobjekt, weil man quasi sagt, okay, irgendwas an denen können wir irgendwie erforschen, dass es eine Art Überwindung gibt der Geschlechtlichkeit. Also man denkt, irgendwas müsste inhärent angeboren sein. Und wie gesagt, also dann hat man 1996 war die erste Studie dazu, die sich auf 6 Transsexuelle postmortem gestützt hat, wo man sich dann das Gehirn angeschaut hat und das irgendwie vermessen hat und dann gesagt hat, naja, die Volumina in bestimmten Gehirnbereichen, die sind bei männlichen Transsexuellen ähnlicher, die fallen eher in die Kategorie Frau. Mhm. Und das wurde dann auch, solche Untersuchungen wurden dann auch in den frühen 2000er Jahren gemacht, die sind aber nach heutigem Kenntnisstand nicht haltbar, weil diese Strukturen, die man damals untersucht hat, es ist zum Beispiel ein Teil der Amygdala gewesen, der Bat Nucleus heißt der, als man den... Sie überfordern mich ein bisschen. Sorry. Ja, vielleicht so, dass es, ich sage jetzt einfach, dass die Zuschauer auch verstehen. Deswegen habe ich vielleicht halt, will ich es auch verstehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, lapidar, nein. Also, vielleicht, man hat quasi, wie man früher gearbeitet hat, ja. In Neurowissenschaften. Man schneidet das Gehirn in Scheiben, man jetzt guckt sich das, das mache ich auch tatsächlich in meiner Doktorarbeit, und man guckt sich das unter dem Mikroskop an und dann vermisst man irgendwelche Areale und sagt, oh ja, fällt eher hier in ja, den Bereich. Ja, okay. Gut, wir wussten damals aber zum Beispiel noch überhaupt nicht, was dieser Teil eigentlich macht. Damals heißt in den 2000ern? Ende 90er, Anfang der 2000er. Bad Nucleus. Wir wissen, dass manche Teile, zum Beispiel bei Frauen und Männern im Gehirn, können unterschiedlich ausgeformt sein. Und daraus aber zu schließen, oh, da sitzt jetzt in diesem Teil, der ist ein bisschen anders bei Transsexuellen, da sitzt jetzt die Gender-Identität angeboren im Gehirn, dafür gibt es keine Evidenz. Und, das ist ein bisschen so wie die Suche nach der Seele, oder? Genau, es ist die Suche nach der Seele. Also ja. Wir haben Seele durch Gender ersetzt. Ja. Also es gibt irgendwie der Glaube, dass das Gender angeboren ist. Und auch dieses, das Gehirn im falschen Körper ist ja ein Körper-Geist-Dualismus, den wir so im Christentum auch finden. Also es ist total... Diese Gender-Ideologie und dieses Gender-Glauben ist sehr anpassungsfähig an schon existierende Glaubenssysteme. Das ist sehr interessant. In die Richtung würde ich aber heute nicht gehen wollen. Das können wir gesondert nochmal machen. Sie haben von Transkindern gesprochen, genau. Die man jetzt heranzieht. Wie viel gibt es denn da in Deutschland? Gibt es da eine Statistik drüber? Nein, es gibt leider, ich habe jetzt auch nochmal geschaut, und auch da... es gibt für mich keine Transkinder, muss ich nochmal ganz klar so sagen. Und auch wenn wir über Transkinder sprechen, was subsumieren wir unter Transkinder? Es gibt Kinder, die an Geschlechterdysphorie leiden. Also
schon früh unzufrieden sind mit ihrem Körper und ausdrücken, dass sie gern das Geschlecht wechseln müssen. Das ist, würde ich mal sagen, die klinische Prävalenz. Diese Kinder, die man trans nennt, wenn die erwachsen sind, würde man Menschen, die dasselbe haben, transsexuell nennen. Und es gibt, aber heute ist ja trans nicht mehr eine klinische Diagnose. Und es wird auch jetzt beleidigend empfunden, wenn man sagt, wir engen es auf diese klinische Diagnose ein, sondern trans ist ja inzwischen ein Umbrella-Term für gender-nicht-konforme Menschen. Und wenn wir jetzt sagen, da gibt es Studien, die von Trans-Organisationen publiziert werden, finden wir in der 7. Standard-Ausgabe von WePath. Da gibt es zum Beispiel... Das ist was? Das ist so eine, die World Association for Transgender Health. Ah, okay. Und die geben jedes paar Jahre so eine Art Empfehlung, Standards of Care raus, wie man mit Trans umgehen soll. Ist sehr in die Kritik geraten, wird von manchen Ländern, Schweden zum Beispiel, nicht mehr anerkannt als Expertenkommission. Gab sehr viele Skandale. Aber die, also in deren Standards of Care fassen die sehr gut den Kenntnisstand zusammen. Und im letzten haben sie auch genau sich die Frage gestellt, wie viele Transkinder gibt es. Und dann haben die gesagt, ja gut, also 1-2,7% der Kinder sind nach deren Definition trans. Das wäre aber ganz schön viel. Das wäre relativ viel. Also, und wie gesagt, das haben sie halt erschlossen aus Umfragen, die sie in irgendwelchen Highschools gemacht haben, wo die Kinder ankreuzen müssen. Fühlst du dich als Junge? Ja oder nein? Fühlst du dich vielleicht manchmal irgendwie nicht wie ein Junge? Würde das als Wissenschaftlerin, als wissenschaftliche Eruierung sein? Nein, ich finde, also ich würde auch nicht jedes Kind, was gendernonkonform ist, ja, zum Transkind erklären. Aber bleiben wir mal bei dem Klinischen. Ja. Bei dem Klinischen gibt es auch keine Daten in Deutschland. Das ist für mich ein Riesenproblem und für andere. Ich glaube, hätten wir diese Daten, dann würden wir jetzt auch nicht hier sitzen und hätten diese Diskussion, dann würde schon längst was getan in Deutschland, weil in anderen Ländern, die diese Zahlen haben und sammeln, gibt es schon längst einen Aktivismus dagegen. Wenn wir jetzt uns ins DSM-5 gucken, das ist so ein Klassifikationssystem für das amerikanische Klassifikationssystem der Psychiater, da sagen sie, bei den Kindern ist die Prävalenz mit diesem klinischen Ausdruck bei Jungs, ich glaube 0,005 und bei Mädchen 0,002. Und auch dort aus der Literatur können wir nicht sagen, dass diese Transkinder, das war ja mal der Gedanke, dass man sagt, ein Kind, was mit 3, 4, 5 Gender Dysphorie empfindet, also sagt, ich bin falsch im Körper geboren, ich will auch lieber ein Mädchen sein, waren früher mehr Jungs, also tatsächlich die meisten Untersuchungen auch an Jungs. Man hat immer gedacht, okay, die werden dann später zu Transsexuellen. Aber tatsächlich gibt es Langzeituntersuchungen über 20 Jahre, wo von diesen Kindern, die wirklich so schwer darunter gelitten haben, dass sie behandelt werden mussten psychiatrisch, nur noch 80% desistiert sind. Also 80% haben sich mit ihrem Körpergeschlecht nach dem Ende der Pubertät eigentlich angefreundet, haben keine Dysphorie mehr empfunden. Viele davon sind homosexuell geworden. Und die Persisterrate war bei 20%. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es keine nachgewiesene Methode zu sagen, wenn jetzt ein Kind sagt, ich fühle mich unwohl, wird sich das rauswachsen oder ist es quasi ein Transsexuell, wird er in 20 Jahren immer noch sagen, ich bin im falschen Körper und ist transsexuell und wird eine Geschlechtertransition anstreben. Es gibt nicht diese Möglichkeit vorherzusehen, welches dieser Kinder. Verstehe. Gesellschaftspolitisch hat sich's aber trotzdem in den letzten Jahren so entwickelt, dass man dann sehr sensibel damit umgeht. Wie ist das? Achten da jetzt auch Jugendämter schon drauf? Achten da Kindergärten drauf? Die Eltern scheinen ja auch hypersensibilisiert zu sein, nicht alle, aber viele. Gibt es da so eine Art lückenlose Überwachung dessen, was Kinder so äußern im Alltag? Ja. Sie haben da auch ein Buch dabei, ich weiß nicht, ob das in diese Richtung geht. Passt gut in diese Richtung. Also es richtet sich an Familien mit trans- und nicht-binären Kindern. Also nicht-binär ist ja das neue Trans, wird manchmal unter trans zusammengefasst, jetzt aber irgendwie auch. Ist aber offenbar was anderes? Je nachdem, wie man fragt, ist es was anderes. Okay. Aber hat der Ausdruck nicht-binäres Kind
Ich finde es ja auch immer lustig, wie sie Tatsachen schaffen hat, ist, ich glaube, vorletztes Jahr in einen Gesetzestext geschafft. Also sie schaffen Realitäten. Ja. Also ein nicht-binäres Kind ist, das einfach nur sagt, ich fühle mich nicht wohl als Mädchen, aber ich bin auch kein Junge, ich bin nichts oder ich bin irgendwas dazwischen. Das ist jetzt inzwischen nicht binär. Und manche subsumieren das unter trans oder queer. Ja, ja, verstehe. Genau, also hier gibt es Tipps und Tricks für Erzieher, Pädagogen, für Eltern. Und das ist jetzt nur eins der Werke, die so im Umlauf sind. Sind viele Autoren, Fachleute? Ja, also Leute, die man so kennt. Okay. Es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel in Deutschland ein Transkindernetzwerk, nennt sich das. Das ist eine Elterninitiative. Was sind Eltern? Nein, es sind Eltern, aber es ist eine Initiative. Ich würde sagen, es ist ein politisches Machtinstrument, okay. Die aber immer als Eltern auftreten. Und vielleicht auch zu fragen, wie viele Kinder, wie viele Transkinder gibt es in Deutschland. Also man kann zum Beispiel, oder was ich versucht habe, ist über solche Aussagen von solchen Organisationen auf die Zahl der Transkinder zu schließen. Also zum Beispiel, diese Organisation hat sich 2012 gegründet. Gab es in anderen Ländern schon solche Transkinder-Initiativen? Waren 12 Familien am Anfang und 12, ich weiß nicht, ob 12 Personen, 12 Familien. Vermutlich Betroffene? Ja, genau, also mit einem sogenannten Transkind. 2016 haben sie gesagt, es sind über 150 Familien und die letzten Zahlen von 2020, es sind 600 Familien. Und es ist die größte Organisation mit sehr vielen Untergruppen. Inzwischen eigentlich in jeder Großstadt gibt es eine Transelterngruppe, die damit assoziiert ist. Also auch da können wir sehen, anhand dieser Zuwachs, den solche Transkindergruppen haben und Selbsthilfegruppen, dass die Anzahl der Transkinder nachweislich wächst. Genau wie das die Angebote für Transkinder wachsen, also die Kliniken, es werden mehr Kliniken aufgemacht, es gibt mehr Sprechstunden, werden mehr Anträge. Was machen die Kliniken? Gestellt. Die Kliniken evaluieren erstmal und dann je nach Alter des Kindes wird dann auch medizinisch eingegriffen. Sprich Operation? Unter anderem, also es wird immer abgestritten, dass es Operationen gibt an Minderjährigen. Operationen gibt es an Minderjährigen, nicht sehr viele. Es ist auch nicht das Erste, was passiert, aber... Haben Sie Zahlen dazu? Für Deutschland, also die letzte war, ich meine, es waren 7,5% 2022. Das sind so etwa 159 Kinder, also Minderjährige gewesen, die eine genital verändernde Operation hatten. Aber man arbeitet vorher mit diesen sogenannten Pubertätsblockern, die ja im Ausland, so lese ich immer wieder, durchaus die mittlerweile auch kritisch betrachtet werden. Ja, genau. Also die Bundesregierung hat sich ja, da gab es mal so ein Gerücht, die Bundesregierung würde das empfehlen. Ich glaube, das bezog sich auf irgendeinen ZDF-Beitrag. Nee, es bezog sich aufs Regenbogenportal. Ja, oder so. Und dort hatte das Regenbogenportal ist ja von der, ja. vom Bundesministerium. Später hat man aber entkräftet, hat gesagt, man empfiehlt das gar nicht. Ja, und da hat man auch leider... ich war ja gerade dabei, so ein bisschen Regenbogenportal zu kartieren, was da alles so fabriziert wird. Da hat auf jeden Fall irgendjemand nach diesem Vorfall ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Da gab es nämlich sehr, sehr viele Hinweise auf das Transkindernetz. Und da hat man, glaube ich, dann nochmal kritisch geguckt, was da für Materialien eigentlich online sind. Also vieles, was ich vorher mir angeguckt hatte, gab es dann gar nicht mehr. Sind die Links verschwunden? Oh. Genau, aber es gibt, glaube ich, immer noch 5, also letzter Stand, als ich geguckt habe, war irgendwann vor ein paar Monaten, letzter Stand waren 5 Beiträge vom Transkindernetzwerk, was natürlich auch zusammenarbeitet mit staatlichen Organisationen. Und genau, also Pubertätsblocker sind, das sind wir bei den anderen Ländern, die bessere Zahlen haben. Mhm. Und die Zahlen kommen halt daher, dass in den skandinavischen Ländern, also wir haben inzwischen ein Verbot der Pubertätsblocker, beziehungsweise es gibt Ausnahmen im Rahmen einer klinischen Studie, also ein völlig, aber eigentlich kommt das auf eine Limitierung für Transkinder. Mhm. Gibt es eigentlich nicht mehr. Finnland hat angefangen, Dänemark, Norwegen seit neuestem und England. Wie begründen die das? Also es klang ja bei vielen so, als sei das eine große Errungenschaft, dass man jetzt mit dieser Chemiekeule, ich sag's jetzt mal, quasi Kinder in die richtige Richtung
Ja, es ist das klar, was vielen, die das kritisiert haben, unter anderem ich, schon seit Jahren klar ist, dass es keine Evidenz dafür gibt und dass diese, man hat das jahrelang, also hier steht es auch immer noch in diesem Buch, als einen reversiblen Eingriff in den kindlichen Körper verkauft, eine Pausetaste, um die Pubertät ein paar Jahre anzuhalten, also es wären Kinderkassetten, wo man einfach mal irgendwie die Pausetaste drückt und dann kann man irgendwie 2 Jahre später Play drücken und dann läuft die Entwicklung weiter. Und das hat sich einfach rausgestellt, dass das nicht mehr so ist. Und wir haben da in vielen Ländern, zum Beispiel wir haben in Schweden, hatten wir halt eine Stelle. Oder also in Ländern, wo wir wirklich eine zentrale Stelle hatten, an die diese Kinder gemittelt wurden oder verwiesen wurden. Also in Schweden war es das Karolinska-Institut. Dann gab es eine Dokumentation, wo plötzlich berichtet wurde, was für schwere Nebenwirkungen Kinder, die dort Pubertätsblocker bekommen haben, leiden. Dann hat sich die schwedische Gesellschaft dagegen eingesetzt. In Norwegen dasselbe. In Norwegen gab es eine Klinik, ja, in Oslo, eine Kinderklinik, auch die haben ihre eigenen Daten gehabt, haben die evaluiert und haben festgestellt, oh, ein Großteil dieser Kinder hat zum Beispiel eine ADHS oder Autismusdiagnose. Viele davon haben eine Depression. Viele haben andere, haben Depressionen, Angststörungen, weil es dort eine psychiatrische Gutachten gab. Und auch Norwegen hatte seinen Skandal, wo dann irgendwie ein Transarzt Kinder außerhalb der Klinik behandelt hat und eins hat sich suizidiert, es wurde groß besprochen. In England gab es den bekannten Fall Kira Bell, also eine ehemalige Patientin der Tavistock-Klinik, wo alle in England alle Kinder, die diese Gender-Inkongruenz diagnostiziert hatten, wurden dorthin verwiesen. Deswegen gibt es dort Daten, wie viele das waren. Und auch dort, wir reden von Anfang, also Ende der 90er, waren das 14 Kinder im Jahr. Und am Ende waren es 2600 Kinder plus Wartelisten von 18 Monaten. Und auch noch die Umkehr. Also früher, wie ich schon gesagt habe, eher Jungs, plötzlich viel mehr Mädchen, die Kinder wurden jünger, plötzlich Dreijährige, die dort aufgenommen wurden. Und naja, es wurde geklagt und im Sinne dieser Klage von diesem Mädchen, was meinte sie, nach wenigen Sitzungen wurden ihr dort Pubertätsblocker und Testosteron empfohlen und mit 20 hat sie sich die Brüste abnehmen lassen. Dabei war sie eigentlich obdachlos und hatte sehr viele andere Probleme. Und infolgedessen gab es einen großen Skandal. Es wurde da interne Studien gemacht, es wurden sich die Daten angeguckt. Auch hier wurde festgestellt, 42% aller Kinder hatten schon mal Kontakt mit dem Jugendamt, also kommen irgendwie aus dem System. 35% Autisten. Die Chance, dass eins der Kinder einen Elternteil hat, was schon mal wegen einem Sexualdelikt aufgefallen ist, auch 10 und den Faktor 10 höher als normal. Also das waren halt einfach Sachen, die man festgestellt hat. Und dann hat man halt diese Wirksamkeit der Pubertätsblocker nochmal eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben, der NHS, also der National Health Fund da in England, Service. NHS. CAS Report ist dieses Jahr rausgekommen, auch wo eine Kinderärztin sich das alles angeguckt hat und ein Gutachten geschrieben hat und gesagt hat, ja, von diesen 53 Studien für die angebliche Wirksamkeit von Pubertätsblockern erfüllt gerade mal eine gute wissenschaftliche Praxis. Die Hälfte ist wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht auswertbar. Und sie kam zu dem Schluss, es gibt keine Evidenz für das, dass diese Pubertätsblocker irgendwas für diese Kinder tun, was versprochen wurde. Und es ist auch nicht zurückschraubbar, das ist eben das Dilemma. Und es ist nicht zurückschraubbar, ja. Es ist nicht so, wie es behauptet wird. Wie ist es in Deutschland jetzt? Haben Sie den Eindruck, dass das Bewusstsein, dass diese Pubertätsblocker kein Heilsversprechen sind, dass das wächst? Also auch in der Politik, weil ich meine, immerhin die Bundesregierung hat sich distanziert vor dieser sogenannten Empfehlung, hat gesagt, man empfiehlt es ja dann doch nicht. Man hätte es auch offensiver, also man hätte sagen können, ja, wir finden das richtig. Haben sie nicht, vielleicht da nicht, aber ansonsten sind sie trotzdem, haben sie überall ihre Finger drin. Also ich meine, die Bundes, also ich meine, allein mit dem Demokratie fördern werden Transvereine gefördert. Ja?
Ja, also der Bundesverband Trans wurde 2015 durch eine Initiative der Regierung ins Leben gerufen. Und ich meine, allein 2022 hat er über 500.000 Euro also an staatlichen Geldern erhalten und hat insgesamt Einnahmen von 1,3 Millionen Euro. Und das ist eine sehr große Lobbyorganisation, staatlich finanziert, die dann solche Broschüren rausbringt, wo sie aber den Einsatz von Pubertätsblockern unbedingt empfehlen. Und die hier mit diesen Leuten, mit dem Transkindernetzwerk ebenfalls zusammenarbeiten. Sind diese Aktivisten, also ich habe so den Eindruck, man wird ja relativ schnell in so eine rechte Ecke gestellt, wenn man das kritisch beleuchtet. Ist das eine aggressive Lobby, die dahinter steckt? Es ist eine sehr, sehr aggressive Lobby. Also das hat man ja an mir gesehen, das sieht man an anderen Menschen, anderen Biologen. Also es sind unglaublich viele Biologen und Wissenschaftler gecancelt, die nur darauf bestehen, dass es zwei Geschlechter gibt. Also da richtet sich die Aggression hin. Es richtet sich die Aggression hin an Ärzte, die seit Jahren warnen vor diesem Trend. Ja, wie Alexander Korte, der sollte auch weggecancelt werden, dafür zum Teil ausgeladen. Obwohl er eigentlich nur das sagt, was es in anderen Ländern schon Konsens ist, dass das einfach ein gefährlicher Trend ist. Und ja, keine Ahnung. Das zieht ja gesellschaftlich auch Kreise. Der DFB hat Bayer Leverkusen zu irgendeiner Geldstrafe verurteilt, die für so einen Bundesliga-Verein jetzt nicht so extrem hoch war, aber trotz allem, weil Fans irgendein ein Plakat hatten, wo irgendwas mit zwei Geschlechtern so steht. Ich weiß, ich kriege den Spruch jetzt nicht mehr hin, Ja, aber ja, das hat ja. man als, naja, als Beleidigung letztlich aufgefasst und als etwas, was sanktionierungswürdig wäre. Ja, und auch da ist die DFB arbeitet dann mit den Transvereinen zusammen. Also sie haben da ja auch so ein System installiert, was man quasi nicht sagen darf und was man sagen darf und was als Diskriminierung gilt. Und tatsächlich haben sie das ist eigentlich ganz spannend, weil die haben, was diese Diskriminierung angeht, ihre Richtlinien verändert, auch weil Transaktivisten und Genderaktivisten darauf hingewirkt haben. Also früher stand mal in DFB-Richtlinien, man darf niemanden diskriminieren aufgrund seines Geschlechts und seiner sexuellen Orientierung. Das wurde rausgelöscht und inzwischen steht da geschlechtliche Identität drin. Und da fällt zum Beispiel jetzt Trans darunter und Transaktivisten fühlen sich ja angegriffen, wenn jemand darauf hinweist, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt. Beziehungsweise, ich sage auch nicht biologisches Geschlecht, weil es wäre wie runder Kreis. Also Geschlecht ist immer Verstehe, biologisch. verstehe. Ja, also und quasi jemand, der diese Änderung beeinflusst hat, war tatsächlich der Richter, der dann über den Bayer Leverkusen-Fall alleine entschieden hat. Also das ist halt auch, da gibt es diese ganzen Verwicklungen, dass man quasi versucht, auch bestimmte Worte in Gerichtbarkeit zu fassen, woran man dann wieder anknüpfen kann. Also es ist Naja, das ist ja auch ein DFB-Gericht gewesen. Vielleicht wäre es vor einem anderen Gericht anders gelaufen. dann die, ja, aber schauen wir an, in Deutschland ist es ja auch so, es ist totaler Wahnsinn, dass wenn ich jetzt ein Kind habe, was sagt, ich bin im falschen Körper, ich bin Mama, ich bin trans, keine Ahnung, es ist 12 Jahre alt, es ist ein Mädchen, sie ist gerade in die Pubertät gekommen. Wenn ich zu einem Therapeuten gehe, steht in Deutschland ein Konversionsverbot. Und beim Konversionsverbot ging es eigentlich ursprünglich mal darum, Therapeuten zu verbieten, Menschen, die schwul oder lesbisch sind, das mit Elektroschocktherapie oder Gesprächstherapie auszutreiben. Und allein dadurch, dass man aber dann noch geschlechtliche Identität dran gehängt hat, es ist ein kleines Wort und es findet sich überall in solchen Gesetzesvorlagen, man hängt es noch dran, man denkt, ja, es macht nicht viel, aber dadurch, dass da jetzt geschlechtliche Identität drin steht, im Konversionsverbot, verbietet das dem Therapeuten, dem Psychiater in Deutschland, meinem Kind zu helfen und einfach offen zu evaluieren, bist du wirklich trans? Vielleicht ist es die Essstörung, vielleicht ist es was anderes, vielleicht ist es die Pubertät. Nein, es steht unter Strafe, die Aussage eines Kindes, ich bin trans, ich will Hormone, zu hinterfragen. Wer das tut, macht sich strafbar. Und die einzige Ausnahme waren bisher die Eltern. Und sie haben das mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz übrigens versucht zu beschneiden. Also selbst Eltern können sich Strafe machen, wenn sie sich in den Weg stellen, wenn ein Kind sagt, ich bin trans, und die Eltern sagen, nein, bist du nicht, hör auf zu spinnen. Und das ist halt das Ding. Es geht nicht nur um DFB, es geht Ja, natürlich, das war darum, jetzt nur ein Beispiel. genau, also bei DFB ist vielleicht noch so ein bisschen, weil es ein Sportgericht ist, aber man nimmt dann irgendwelche Taz-Redakteure und sagen, ja, aber beim DFB ist das auch so gelaufen. Also warum haben wir das eigentlich auch nicht
Natürlich. Bei uns vor Gericht. Also man schafft da immer kleinere Präzedenzfälle und deswegen ist jetzt irgendwie der also wer sagt, es gibt zwei Geschlechter? Ich habe neulich erfahren von der Professorin, dass die DFB, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, so glaube ich ist das, Gesellschaft, wie auch immer, das ist eine der größten Drittmittelgeber für Universitäten, die hat Diversitätsregeln und die knüpft auch das Verteilen der Forschungsgelder an Diversitätsregeln. Jetzt versteht man natürlich auch als Außenstehender, warum die Hochschulen so unglaublich drauf gucken, dass das auch eingehalten wird und penibel dann Angst haben, wenn irgendwas auftritt. Zum Abschluss nur, Frau Vollbricht. Sie sind aber nicht transfeindlich oder so. Also es wirkt jetzt auch nicht so, aber es wurde ja kolportiert, man hat ja von Ihnen gelesen und so weiter, dass Sie da quasi den Transsexuellen da hier eins reinwürgen. Wie gehen Sie, kennen Sie privat Transsexuelle? Ich kenne privat auch Transsexuelle und... Die meiden Sie jetzt deswegen? Also es gibt bestimmt ein, zwei, die jetzt mich nicht mehr so gern sehen, aber ich habe auch welche in meinem Freundeskreis, die durchaus vernünftig sind. Und das Ding ist ja, der normale Transsexuelle an sich, ja, wenn man der traditionelle Transsexuelle auch aus der Vergangenheit, das ist ein Mann, der irgendwann beschlossen hat, ich möchte als Frau leben. Und diese Person, die lässt sich geschlechtlich umwandeln, die lässt sich die Dokumente neu ausstellen, die taucht in einer neuen Stadt irgendwo unter und beginnt das Leben als Frau, was auch immer das bedeuten mag, und ist sehr darauf bedacht, nicht aufzufallen. Und das sind nicht die Menschen, die sich dann in irgendwelchen Organisationen zusammenschließen. Aber wir haben ja heute einen Berliner Typ, der irgendwie Bart hat und im Holzfällerhemd rumläuft und sagt, ich bin aber eine Frau. Und wenn du jetzt aber das irgendwie kritisierst und sagst, ich habe aber einen Penis, dann bist du transfeindlich, weil eine Frau kann aussehen, wie eine Frau aussehen kann. Und ich selbst mit meinem prächtigen Bart und meinen männlichen Genitalien bin genauso Frau wie du. Also das ist ja eine ganz neue Sorte von Transaktivisten. Und für mich wäre jetzt transfeindlich sein, dass ich jemanden ablehne, der sagt, ich bin trans. Einfach alleine auf der Grundlage, dass diese Person trans ist. Aber ich wehre mich gegen diese ideologische Vereinnahmung der Biologie. Ich wehre mich dagegen, gegen diesen barbarischen Akte, die sie an Kindern vollziehen, um irgendwie einen Standpunkt zu machen. Ich finde, man sollte Kinder da rauslassen. Man sollte auch aufhören, an Schulen ideologisch irgendwie zu intervenieren. Es gibt sehr viele Punkte, wo Feministinnen Bedenken haben, was bestimmte Regelungen angeht, wie die Nutzung von Darmsaunen, Frauentoiletten. Und auch da wünsche ich mir einen Dialog und das Finden von Kompromissen. Auch das sage ich seit Jahren. Also ich will ja gar nicht irgendjemand was wegnehmen, aber ich möchte einen Kompromiss und ich möchte sagen, Frauen haben Rechte, Transmenschen haben Rechte und man muss irgendwie schauen, dass beides bedacht werden und nicht einfach zu sagen, nee, Frauen haben jetzt einfach Pech. Schön, dass Sie es noch sagen. Ich wollte es immer mal zwischendrin einwerfen. Frauen haben Rechte, der Feminismus in Deutschland klagt ja, und wenn ich meine Feminismus in Deutschland, dann denke ich automatisch jetzt mal an Ali Schwarzer. Die hat sich ja auch immer wieder kritisch dazu geäußert, weil sie sagt, das führt dazu, dass Frauenrechte wirklich mit den Füßen getreten werden. Sie hat auch in einem Interview mit mir mal schriftlich gesagt, dass besonders viele Mädchen jetzt transitionieren gehen. Sie sagt, sie interpretiert so, das hat auch damit zu tun, weil sie dann gern Jungs wären, weil man als Junge hat man es einfacher in der Gesellschaft. Weiß ich nicht, ob es so ist, doch, aber also es ist zumindest eine These, schon, die man haben kann. Naja, also ich meine, wie gesagt, also die Mädchen, irgendwas ist ja passiert, dass plötzlich sehr, sehr viele Mädchen unter diesen Kindern sind. Und was ja untypisch ist ja eigentlich, weil sie sagen, es sind eigentlich eher... Also bei den frühen Fällen, ja? Also die frühen Fälle, die man damals hatte, und das waren wirklich wenige, das sind die Kinder vor der Pubertät. Jungs, fast keine Mädchen. Vielleicht aber auch, weil Mädchen durch, keine Ahnung, ich glaube, es ist eher gesellschaftlich akzeptierter, wenn sich Mädchen in dem Alter wie Jungs verhalten. Da schleppt dann niemanden das Mädchen zum Arzt, wenn sie gerne lieber draußen Bagger spielt oder so. Aber dieses, dass das bei Mädchen plötzlich einsetzt, bei Beginn der Pubertät, und es ist ja heute nicht mehr so, dass sie sagen, ich wäre lieber ein Junge, sondern ich will kein Mädchen mehr sein, ich bin nicht binär.
Und es ist ein Trend. Und wer darauf hinweist, dass das ein Trend ist, weil es ist ein Trend, anders kann man es nicht erklären, diese Zahlen nicht erklären, diese Umkehr der Mädchen, die sich außerdem die Brüste abnehmen lassen wollen, mit 14, 15, 16, die ihre Weiblichkeit ablehnen, sehr viele davon sind homosexuell, das hat einen Einfluss. Und das ist, es gab mehrere Whistleblower in der Tavistock-Klinik, die das gesagt haben, wenn wir hier fertig sind mit den Kindern, das war der Witz in Tavistock, dann gibt es keine schwulen Lesben mehr in England. Also das sind Tendenzen, die bekannt sind. Ja. Frau Vollbrecht, wir könnten noch lange reden. Es gibt da noch viel zu erzählen. Ich habe auch ein paar Sachen weggelassen, weil es, glaube ich, sonst die Dimension sprengt. Danke, dass Sie hier waren und uns den Einblick gegeben haben. Und vielleicht treffen wir uns ja nochmal, um das nochmal zu vertiefen. Gerne.